Norman Price ist in den Bergen verschwunden. Norman Price ist in den Bergen verschwunden? Das wäre für die Wärmesensoren von Saturn der ideale Einsatz gewesen. Aber Saturn ist kaputt, Sam. Hm. Wenn wir ihn über die Wärmekamera nicht finden, dann vielleicht mit Hilfe Schnuffis empfindlicher Nase. Na endlich, jetzt gehörst du ganz allein, nur noch mir. Nur du und Norman hier draußen ganz allein. Auf diesem Felsvorsprung. Hilfe! Wenn Schnuffi den Käsegeruch aufnimmt und der Fährte folgt, dann führt er uns direkt zu Norman. Ich habe den Käse den ganzen Tag gehalten. Meine Hände sollten sehr nach ihm riechen. So, Schnuffi, los, such ihn. Alles okay, ich habe ihn gefunden, Tom. Norman Price ist auf einem Vorsprung am westlichen Felshang. Verstanden, Sam. Ich lasse das Gurtzeug runter. Alles wieder gut. Norman Price, du hast den ehrenvollen Sport des Käserollens im allerhöchsten Maße lächerlich gemacht. Oh, es tut mir wirklich leid, Leute. Ich wollte das Käsewettrollen ja schließlich nicht kaputt machen. Ich wollte doch nur so einen kleinen Happen Käse essen. Wenigstens wurde niemand verletzt. Wäre nur noch eins zu entscheiden. Wer gewinnt jetzt den Käse? Also laut Käse-Wettrollregel Nummer 112, ich zitiere, wenn keiner den Käse einfängt, ist der Sieger derjenige, der den größten und heroischsten Einsatz von allen zeigt. Herzlichen Glückwunsch, Schnuffi. Ja! Wir hatten gar keine Zeit vorhin für unser Essen und ich habe so einen schrecklichen Hunger. Oh, Schnuffi, du meinst, ich kriege deinen Käse? Oh, vielen Dank, Schnuffi. Will jemand einen Happen Käse? Nein, danke. Ich hatte irgendwie genug Käse für heute. Oh.